Hallo, meine Freunde. Ah, wie sehe ich jetzt alle gut, ha? Und habt da alle die schönste Frau mitgebracht. Aber eine Frage, ist alles eigene Frau? Ha? Vielleicht haben wir Freundin mitgebracht, ha? Ich so weiß. Eine Frau ist für einen Mann zu wenig, ha? Ah, ja. Guckst du mal, in Arabien, ein Mann hat 3, 4, 5 Frauen. Da geht der Mann nie fremd. Ja. Alle Frauen sind zufrieden und alle sind glücklich, ja. Die Zeus hat mit mir auch gut gemeint. Ich bin die Costa Concordia. Ja. Bin ich geboren in Athen, Griechenland. Schönste Land von der ganzen Welt, weiß man. Ha? Wir sind ja die Land mit den großen Göttern. Weißt du, guckst du mal, Adonis, die Gott von der Schönheit, hast du mit mir auch ganz gut gemeint. Ha? Ja, aber dafür hat bestraft eure Frau Merkel. Ja. Wo hat verteilt die Schönheit? Frau Merkel war ganz in letzter Reihe gestanden. Ja? Ich so weiß. Ja. Und wann muss ich sagen? Jetzt muss lachen, gell? Denkt die Griechen da oben ein bisschen faul, ja? Nichts gern arbeiten. Ja? Griechen nichts faul. Wir waren nur viele Jahre viel schlauer als ihr zusammen. Ja? Aber ein Beispiel. In Griechenland waren fast alle bei Staat angestellt. Ha? Beamte. Und wann du bist Beamte in Griechenland, gehst du vielleicht am Morgen zur Arbeit, gehst du vielleicht am Mittag zur Arbeit oder gehst du vielleicht gar nicht zur Arbeit. Und wann du gehst zweimal die Woche pünktlich ans Schreibtisch, kriegst du so eine Sonderzahlung. Ah, ja. Und wann du gehst zur Toilette und anschließend machst du Hände waschen, kriegst du schon wieder eine Bonuszahlung. Und immer gewesen ein langes Schlange vor der Toilette in Griechenland. Ja. Aber die schönste Brauch, wo haben wir gehabt in Griechenland, war die Haustrunk. Kriegst du jede Woche 2 Flaschen Uso. Und wann du bist 40 Jahre alt, kriegst du 3 Flaschen Uso. Und in die Ministerium haben sie immer gekriegt, Schichtzulage. Ha ja, Frühstück schon beginnt mitten in der Nacht, morgens 10 Uhr, 11 Uhr. Gut, dann vielleicht Mittagsschicht, erst beginnt 15 Uhr. Rente, 67, mit Rente mit 67, nichts in Griechenland. Griechenland, wann du bist, 45 Jahre alt, gehst du zu Chef, sagst du, oh, Chef, hab Rückenschmerzen. Chef sagt, gehst du zu Doktor, oh, hab Rückenschmerzen. Doktor Max Tempel, Rente. Hast du Zeit mit Kollegas, mit Legends, gehst du in Cafenion und lässt du Zeus ein guter Mann sein. Guck mal, die Costa, jetzt bin ich schon 20 Jahre in Deutschland. Habe ich 10 Jahre gearbeitet in Stadtwerken in Konstanz. Habe ich ausgedacht, Mülleimer, Biermüll, Restmüll, alles ausgedacht. Habe ich viel mal gehabt, schmutzige Hände. Nichts, einmal ein Prämie, nichts. Dann nach 10 Jahren Arbeit passiere mein Opa in Griechenland sterben. War schon 92 Jahre alt, muss vielleicht sterben. Costa geht mit Flugzeug nach Griechenland, macht Beerdigung von Opa, dann geht zur Bank, sagt, du Bank, mein Opa jetzt auch wohnt in Konstanz, Deutschland, musst du machen Renteüberweisung nach Sparkasse in Konstanz. Und seit 10 Jahren kommen jeden Monat 3.500 Euro Rente von Griechenland nach Costa Sparkasse Konstanz. In Griechenland interessiert kein Mensch. Mag alle Kollegen so. Aber eine Frage. Wer bezahlt denn die ganze Geld? Wo kommt die ganze Geld? Ich sage, bezahlen. Die neue griechische Göttin Angelis Merkelis bezahlen. Ja. Yeah. Angelis Merkel ist schon vielmal bezahlt, viele Milliarden Euro nach Griechenland. Deutschland bezahle Euro nach Griechenland.
Über Costa kommen wir zurück nach Deutschland. Ist wie ein Paradies. Aber Merkel schon regiert unsere Götter. Guckst du mal, Gott Hermes, unsere Gott Hermes, was macht? Fahrt Pakete in Paketdienst. Naja. Die Hermes, immer bringt er die Rettungspaket von Deutschland nach Griechenland. Aber ist kein Problem für Griechenland. So also Merkel ist immer sicher, die Hermes mit Rettungspaket. Immer bringt viele Milliarden Euro. Ja, wir lieben Europa. Ist wie bei euch. Musst du nichts arbeiten, kriegst du immer Hartz IV. Aber ich weiß nichts, wie lange das noch geht gut in Griechenland. Schuld an diese ganze Katastrophe ist nur unser Gott Zeus, dieser Sohn von einem Esel. Costa, Vorsicht. Ist gut, ich weiß, Entschuldigung. Aber ich habe recht. Guck mal, was passiert in Griechenland? Was passiert? Was macht Merkel? Jetzt vielleicht schon unsere schöne Insel Kos. Vielleicht schon bald heißt Kostanz. Weiß man nichts. Und unsere griechische Volkslied, ganze Welt bekannt, singen wir immer alle griechischer Wein. Jetzt vielleicht so bald singen wir badischer Wein. Ich weiß nichts, wie geht weiter. Aber zum Schluss, ich mache eine Versprechung für alle. Wann diese ganze Katastrophe in Griechenland geht vorbei, machen wir alle zusammen ein original griechisches Grillfest. Aber mit unserer Kohle. Ja, was? Das war der Beitrag aus Griechenland. Zum ersten Mal der Costa auf der Konzilbühne. Der Mann mit dem adretten Hemd und den heißen Hosen aus Athen. Zu Hause in Mykonos ist er bereits ein Stern und in Mühlhausen sagt man zu ihm Markus Bohl. Danke, dass du da warst. Und auf den Markus ein dreifach kräftiges Honaro! 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 Genehmigt dir einen griechischen Wein und viel Spaß noch. Dankeschön.